jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölwe-Richter und Klaus Kleber. Gestern haben wir und viele andere Medien eine Szene gezeigt, in der ein angeblicher Oberstleutnant der russischen Streitkräfte hier im grünen Tarnfleck der verblüfften Polizei ihren neuen Kommandeur präsentiert im Ort Oskolika. Diese Szene hat zwar genau so stattgefunden, aber inzwischen mehren sich die Hinweise darauf, dass das eine Art russischer Hauptmann von Köpenick war. Ein kleiner Betrüger, der nicht nur die Berichterstatter, sondern auch die örtlichen Polizisten reingelegt hat. Die standen ja stramm. Das war eine offenbar ziemlich überzeugende Vorstellung. Und auf völlig andere Weise ein Beleg dafür, wie groß der Respekt vor den Russen dort ist. Wir aber haben uns zu korrigieren und zu entschuldigen. Es gibt inzwischen auch noch andere Darstellungen der Zusammenhänge dieser kleinen lustigen Szene. Aber so wie es aussah, also ein Stück russische Machtergreifung, war es jedenfalls nicht. Eine kleine Feststellung noch. Es hat sich heute herausgestellt, dass der amerikanische CIA-Chef die letzten Tage in Kiew war, inkognito. Aber das ist wohl nicht so richtig gelungen. Was das sollte, ließ sich nicht herausfinden. Ein Stück Deeskalation ist es sicher nicht. Aber immerhin sind jetzt russische Zentraltruppen in Bewegung gesetzt. Und vielleicht ist das Land damit ja nur einen kleinen Schritt näher in Richtung Bürgerkrieg gekommen und damit auch in Richtung eines längst angedrohten russischen echten Eingreifens. Ukrainische Zentraltruppen, Klaus Kleber, sind in Bewegung gesetzt. Ja. Heute nun verläuft sich die Aktion der Zentralregierung auf schon beinahe lächerliche Weise. Und man weiß nicht so recht, ob man darüber nicht sogar erleichtert sein muss. Armin Körper ist für uns in der Ostukraine. So sieht das aus, wenn eine Machtdemonstration zur selben der Ohnmacht wird. Bei Kramatorsk kassiert eine Menschenmenge mal eben ein paar ukrainische Panzer. Und die, die obendrauf sitzen, die rufen fast flehentlich herunter. Wir folgen doch nur dem Befehl, den man uns erteilt hat. Was sollen wir denn machen? Wir wollen doch auch nur Frieden. Schon am Morgen fängt unsere Kamera ein groteskes Bild ein. Die russische Flagge auf einem ukrainischen Panzer. Offensichtlich haben maskierte, pro-russische Kräfte die Soldaten übermannt. Am Straßenrand jubelt die Bevölkerung. Es scheint, als seien 60 ukrainische Soldaten schon am zweiten Tag des Einsatzes übergelaufen. Es herrscht Volksfeststimmung in Slawjansk. Wir sind nicht gegen den Westen, auch nicht gegen Europa, aber Russland ist uns eben näher. Ich weiß nicht, wie das enden soll, aber heute weine ich vor Freude.